Herzlich willkommen hier vom Börsentag in Frankfurt, wo wir natürlich von Aktienlust TV mit unserem Partner eToro wieder am Start sind. Ja, Mick, die Börse bleibt spannend und wir sind natürlich auf unserer Mission, Lust auf Aktien zu machen, hier genau richtig. Muss man sagen, heute in Frankfurt und dann geht es ja jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir sind ja schon fast auf einer Roadshow unterwegs. Nächste Woche dann in München und dann am 1. April-Wochenende die verlängerte Messe, die Stuttgarter Invest. Ja, und man muss ja auch eins sagen, es ist ja auch wichtig, dass sich die Menschen hier im Lande für Aktien interessieren, weil ich meine, die jüngste Entwicklung hat ja ganz klar gezeigt, diese Hoffnung, das kleine Pflänzchen, das zarte Pflänzchen Hoffnung auf wieder mal attraktive Zinsen, ja, das hat sie ja wieder in Luft aufgelöst. Ja, ist so, wir werden keine Zinsen mehr bekommen, auf jeden Fall nicht auf absehbare Zeit und der Nullzins bleibt uns erhalten und da muss natürlich was getan werden für das Vermögen, fürs eigene Geld, zum Aufbau oder auch zum Erhalt. Ja, und dann kommt man an den drei Sachwerten Immobilie, Gold oder wie wir sagen, Aktie nicht dran vorbei. Und wir sind natürlich eben mit eToro hier unterwegs, weil wir eben diese Plattform identifiziert haben, eben auch als wirklich kostengünstige Plattform, einfache Plattform. Und es wird ja demnächst noch kostengünstiger, Aktien kaufen zum Nulltarif, ist hier in Planung. Also das ist natürlich eine schöne Sache und deswegen haben wir uns auch eToro ein bisschen ausgesucht. Und wir werden auch mit eToro ein bisschen auf Roadshow gehen, Kundenveranstaltungen machen. Und da laden wir natürlich unsere Aktienlust-TV-Community ganz herzlich ein, da uns auch mal live erleben zu dürfen. Also Sie, ihr, euch habt jetzt die Möglichkeit, tatsächlich euch schon anzumelden. Nächste Woche sind wir in München. Am Freitagabend ab 19 Uhr sind wir im Marriott Hotel und werden dort natürlich einen Vortrag halten. Für alle die, die interessiert sind, jetzt eine Mail schreiben an cliff.michel@börsenspiegel.com. Ich wiederhole cliff.michel@börsenspiegel.com. Da können Sie sich jetzt kostenfrei anmelden. Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, dementsprechend Sie auch im Publikum sitzen zu haben. Also Börsenspiegel natürlich mit OE, das möchte ich da auch dazu erwähnen. Und es wird wirklich ein bunter Abend, also Mick und ich werden natürlich einen Vortrag halten, Lust auf Aktien machen, aber wir haben auch einen Referenten da, der über das Thema Kryptowährungen sprechen wird. Es gibt natürlich Getränke, kleine Snacks, alles gratis für unsere Kunden. Es wird ein schöner Abend und das eben am Vorabend zum Börsentag in München. Also da kann ich nur sagen, wer aus der Region ist, wer uns gern mal persönlich treffen will, wer den Mick mal anfassen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, am nächsten Freitag zu kommen und natürlich sich vorher anzumelden. Sie dürfen auch eine Begleitperson mitbringen an cliff.michel@börsenspiegel.com. Einfach Ihre Anmeldung schicken. Das war es erstmal von hier. Wir erwarten natürlich heute auf dem Börsentag noch einige Gäste hier auf der Couch. Ja. Hast du schon was auf dem Schirm? Ja, ich habe schon den einen oder anderen eingeladen. Hochinteressant. Da kann man sich zum Beispiel bei einem Gast, den ich heute auf der Couch begrüßen werde, eine zweite, eine dritte, eine vierte Handynummer besorgen. Das ist ja manchmal für eine Kontoeröffnung gar nicht so unwichtig. Und da kann man relativ wenig Geld einsetzen, bekommt seine zweite, dritte Nummer und kann sich dann direkt bei eToro ein Konto aufmachen. So sieht's aus. Also demnächst mehr. Bleiben Sie auf dem Kanal. Wir schauen mal, was so alles passiert.